Da würde ich sagen, schicken wir jetzt oben Hector gleich vor. Mhm. Warte, welchen Laufweg muss ich eigentlich nehmen? Das ist eigentlich egal. Du gehst schon richtig. Ja, einfach durch die Mitte durch. Angriff! Okay, du hast. Ich habe so das Gefühl, du bekommst kurze Maps. Außer die eine gestern mit Sonja. Die war alles andere als kurz. Mhm. Spiel's. So, da wird waited. Falls ihr nicht was seht. Ja, der wird's da, ich wollte mal den Schatz holen. Jetzt geh wieder zwei Eliwood. Trifft aber nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Man weiß nie. Okay, der Ritter hat absolut null Bock. Das ist ein bisschen scheiße. Was ich überlegen, da würde ich ihn schon Tariga. Das mach ich. Er wird mit einem Wurfball angreifen, ich werde. Stopp. Ja. Dann muss ich mich an das hier entstellen. Also du redest mittlerweile so leise, dass das Mikrofon gar nicht mehr erkennt, dass du redest. Das sagst du. Ja. Also das Gebrumme hier ist keine Fliege oder so, das ist Wale. da bin ich. Hector! Nicht das Wale. Dann würde ich sagen, dass wir Oswin auf das den Neid hetzen. Mhm. Sieht gut aus. Ja, und für die raus. Beiden ist jetzt die Map wohl auch zu Ende, oder? Nee, es geht noch weiter nach oben, meine ich. Hier erhalten. Das Heilmittel werde ich dann wieder wegnehmen. Weil hier sie noch weiter nach oben, auch bis zum Boss. Du kannst ja Lin vor ihnen stellen, da ist ja auch kein Feuerfeld. Es steht eher zwar auf Feuer, aber ich sag mal, ein bisschen was sollte er verkraften. What? So wirft man einen Wurfball. Nein, so wirft man einen Wurfball. Dork heißt der Schädelspalter. Yep. Noch Elixier, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich würde sagen, den Stahlbogen können wir erstmal wegschmeißen, weil da haben wir noch genug von im Lager. Yep. Ich bin halt wirklich eigentlich davon ausgegangen, dass wir noch ein Dings kriegen. Ein Merlinus mit hier hin. Ja, müssen wir halt jetzt so mit. Das müsste die letzte Anwendung auf sein Gewitter gewesen sein. Aua, aua, aua! Das ist auch ein Wolf mit dem Speer, er wird ihn aber nicht. Nee, er wird ihn nicht killen. Das ist ja auch ein Nachteil. Aber ist egal. Aus Feuerfeld. Das würde ich nicht machen. Der hat schon Damage bekommen mit der Elimut. Braucht so ein bisschen länger. Schlimm ist es nicht. Das ist richtig. XP bekommt er trotzdem noch gut dazu. Ich meine, wir nehmen jetzt schon wieder seit 2 Stunden und 20 Minuten auf. Also wenn wir ein bisschen länger mehr Züge brauchen, sollte das nicht das Problem sein. So, die stellen wir jetzt erstmal aus dem Feuer raus. Steht da oben schon irgendwas ein Bogenschiff, versteht er. Was hast du? Silberbogen, Langbogen. Ja, dann dahin und Lin gehen wir einfach dann halt noch einen Bogen. Mhm. Scheinbogen ausgerüstet. Und Hector bereitet sich darauf vor, da oben den Typen kaputt zu bauen. Dorkas, tut Dorkas Dinge gut bestimmt. Ja, ich würde ihn eigentlich jetzt
schon mal weiter vorschicken. Stückchen für Stückchen. Ja, aber wenn er ihn killt, ich weiß halt nicht, ob er XP bekommt. Was kann er überhaupt? Okay, Elflichtung. Er hat aber noch ein Gewitter. Obwohl, ich kann ihn einfach Silberns ausrüsten. Ich denke nicht, also viel Schaden werden sie an Dorfes nicht machen sollen. Jetzt geht hier erstmal das Battle weiter. Hector, Hector sag ich schon. Eliwood beendet seinen Gegner. Ich nenne ihn heute. Hector, Redmar. Der Mann hat keine Identität. Hollywood. Es ist auch echt schwer, sich. Na, es gibt einfach zu viele. Er hat ein Elixier. Heilmittel wegwerfen. Jo. So, da kommt jetzt der Type. Die Type mit dem langen Bogen, die keinen Schaden macht. Es wird nochmal versucht, ein Gewitter einzusetzen. Aber gleich können die auch mal, also wenn der Gewittertyp sowie der Langbogentyp weg sind und der Mimidono da oben, dann können die sich alle erstmal ein Elixier gönnen. So, also ich würde sagen, Eliwood kann ja dann da den ersten Elixier bekommen. Oder ist es Mimidono? Der Mimidono. Ein Silberschwert, 23 und 9%. Reicht! So. Yes! Wir haben einen Rap hier! Applaus! Also ich würde sagen Panzerbrecher geil. Ich würde Langspeer sagen, weil da haben wir schon ein paar. Oh. Langspeer wegwerfen. Jupp! Sie muss auch erstmal überhaupt treffen. Oh, wird Lynn einen Spaß haben, wenn, wenn sie dann doch irgendwann mal einen Kriegerbogen auswählen kann. Dann wird geballert. Oh, nice, sie ist Level 11. So, nach oben hin ist jetzt nur noch der Boss und der andere Type da. Hector sollte ihn mit dem Wurf bei Jahren ohne Probleme. Ja! Der you, sir, were absolutely right. Du warst völlig rechts. So. Dorkas bewegt mich schon mal Richtung Wand. Das kann unser guter Ostwind auch machen. Der Ostwind, der weht. Er marschiert. Frühtau, wir stürmen die geheime Grabkammer. So, bitte nun schon mal Elixier. So, diese Wand da ausführen. Die Sterne. Beseitigen Sie. Was sind das für Wände? Verdammte Scheiße. Übelst viel. Dann können wir auch von Balken machen. Ja. So, Dorkas. Kann auch schon ein paar Mal draufhauen. Okay. Ich bin Geo. Einer von Sir Rolands Krieger. Ihr seid hier eingedrungen. Ich werde euch erschlagen. Damit habe ich jetzt gar nicht. Ja, wir haben aber auch kein Elixier genommen. Das sollten wir dringend nachholen. Ein Stück zurück. Elixier. Runden. Das hat mich doch etwas erschreckt. Kurz mal gucken. Okay, Oswin kann er hier nicht angehen. Also Oswin. Weiterhin noch nicht. Den kann ich jetzt auch nochmal drauf schießen. Genau. Na, willst du dich nicht hinter ihn stellen? Ah, ich vergesse immer wieder, dass ich hier auf diese Säulen mich stellen kann. So. Das Ding ist jetzt offen. Ich hoffe gleich, dass der Berserker nach rechts geht.
und versucht sich auf die zu konzentrieren, damit ich auch hier die Wand einreißen kann. Hm. Wie viel HP hat er? 60. Resistenzen 21. Okay, wir haben jetzt halt keine Magieklasse mit dabei. Ist jetzt nicht so schlimm. Verteidigung 18. Okay. Gut, Elwood werde ich noch nicht hochschicken. Okay, der wird jetzt erstmal da stehen und warten. Dann will ich es versuchen mit Elwood, Lynn und Oswin zu beenden. Dorcas kann ja auch wieder drauf werfen. Hm. Ne, ich wollte ihn auf die rechte Seite jetzt locken. Lynn und Oswin schon mal positionieren. Das würde ich nicht machen. Er hat einen Tomahawk. Ja, aber das ist okay. Oswin wird ja noch nicht mal getriggert. Ich will da halt, dass sie die kurzmöglichsten Wege zu ihm haben. Ja, Elwood, der muss sich so hinstellen. Ich muss mal einen Zug eben warten. Ich will eben wissen, wie weit kann Elwood von hier aus gehen. Er würde dann auch an ihn rankommen und könnte ihn von hinten angreifen. Reicht es denn, wenn Hector kann er jetzt die Wand kaputt machen? Nee, ne? Ich meine, du kannst 55, Hector, ne? Kannst aber Hector so positionieren, dass er die Wand angreifen kann mit dem Wurfbeil, aber ihn halt nicht. Dann kannst du nämlich Dorcas im Notfall auch noch mitschicken. Hm. Also, obwohl, ich werde es erstmal so mit den dreien versuchen. Ich glaube, das sollten die eigentlich hinkriegen. Stark sollten die sein. Denk nur daran, dass du Oswin jetzt auch eine Fernkampfwaffe ausrüstest. Hm. So, Oswin. Item. Wurfbeil. Ausrüsten. Jetzt. So, der geht jetzt auf aus. Okay. 11 Schaden. Trifft nicht mal. Turn Damage. Zweimal. Nice. Würde ich sagen, Lynn hilft noch mit vorzubereiten oder kann Elwood den jetzt schon finishen? Das können wir mal schauen. Angriff. Oder selber schwer, das war nicht schlecht. Über den 10 Schaden. Gut, wie viel Damage macht dem Lin? Das ist die Vorschwäche, weil Ende so. Sollte finishen. Mhm. Ich muss doch Level wieder gut machen. Silberschwert 15. Also, okay, das würde ihn komplett rausnehmen. Das würde noch etwas übrig lassen. Aber er würde ihr 29 Schaden zurückgeben, wenn er sie trifft. Wenn sie jetzt nicht krittet, dann kann Elwood finishen. Wutz! Vorbei! Wutz! So, jetzt muss nur Elwood mitspielen. So, Elwood, das ist dein Kapitel. Spiel mit! Silberschwert. Hat eine 100%ige Trefferchance, ja. Also nice. Kann wenig schief gehen. Sag das nicht zu laut. Ich verstehe nicht. Ihr seid mir bekannt. Wer seid ihr? Ihr und Sir Roland seid wie einer. Gutes Level Up für Elwood. Der Edelmann. Oh. Wir haben einen Tomahawk erhalten. Oh, verdammt. Schmeiß das Silberschwert weg. Haben wir ein paar gekauft. Ist schade drum, aber wir haben die Predolie, dass wir keinen Valinus dabei haben. Ja. Das Feld besetzen. Ja, okay, das ist das. Damit sollte es beendet sein. Oh, Arthos, was machst du denn hier? So lange seid ihr nun schon Wache gestanden. Es tut mir leid. Ihre Seelen mögen nun ruhen. Nach so langer Zeit. Hm. Zeit für eine Wiedervereinigung, Elwood. Bleibt zurück. Mein alter Freund.
Der kleine Ritter, Sir Roland. Roland, erwache und antworte auf meinen Ruf. Oh mein Gott. Mein Freund, weiser, allsehender Athos. Es ist schön, dich zu sehen, Roland. Ich fühle, dass wir Zeit, dass viel Zeit verronnen ist, dich wiederzusehen. Bringt Erinnerungen zurück. Der Kampf gegen die Drachen, alter Freund. Alte Freunde. Alte Freunde. All diese Zeit verloren in Erinnerung. Es sind beinahe 1000 Jahre verstrichen und trotzdem wird die Welt einmal mehr von einem bedroht, der sich nach der Macht der Drachen sehnt. Nach der Drachen? Höre meine Worte, Roland. Dieser Junge ist von deinem Blut. Ich bitte dich, verleihe ihm deine Stärke. In dieser Welt besitze ich nicht länger Fleisch und Knochen. Ich kann nicht. Nein, warte. Nimm dies. Seine Klinge soll als Gefäß für die Stärke meiner Seele dienen. Wenn du so etwas vollbringst, wirst du für alle Zeiten aus dieser Welt verschwunden sein. Dennoch wird mein Herz nur so von Freude erfüllt werden. Wenn ich meine Kinder helfen kann, gibt es nichts, was ich sonst noch tun muss. Ich bitte dich darum, für mich auf sie Acht zu geben, mein Freund. Nun gut, dann lebe ich noch weitere 1000 Jahre und pass auf sie auf! Irgendwann, weißt du, so, wird nur so ein Hohepriester da sein, der dann sogar so eine Urne mit sich stellt. Und die Urne spricht dann mit dir, das wird dann Athos sein. Lord Athos, wer war dieser Mann? Das kannst du dir nicht denken, du Noob. Du kannst ihn also auch sehen. Das war euer Vorfahre, Roland der Krieger. Das war Roland? Seht doch, über dem Altar, es ist ein Schwert. Nehmt es, es gehört jetzt euch. Was für eine erstaunliche Klinge. Durandal, das Schwert des heiligen Feuers. Da muss selbst Baradun erstmal schlucken. Nö. Yeah. Das ist ein krasses Schwert und so. Dies ist also die legendäre Klinge. Durandal, das Schwert des heiligen Feuers. Es ist eigenartig, nicht wahr? Ich sah es noch nie zuvor. Doch es kommt mir so vertraut vor. Damit werde ich gegen Nalsche antreten. Kommt zum Drachentor. Was? Das Schwert ist... Moment, das ist ja gar nicht ihn. Das Schwert, es glüht, Vorsicht! Da kommt etwas. Bitte mach nichts Dummes. Das kann nicht sein. Es ist ein Drache. Nein! Wie ist das möglich? Bleibt alle zurück. Tu's nicht. Oh nein. Er hat's getan. Eliwood, bist du in Ordnung? Ich denke schon. Mein Körper hat sich von alleine bewegt. Es war, als hätte das Schwert selbst... Warum geht der Text so... Ich habe keine Ahnung. Ich versuche schon nachzudrücken. Das Schwert des heiligen Feuers wurde erschaffen, um mit ihm gegen die Drache zu kämpfen. Wer hat das Traitor-Item benutzt? Wer kann schon sagen, was mit solch einer Macht in der Lage ist zu vollbringen? Alter! Aber dieser Eisdrache, sicherlich... Stimmt etwas nicht, Lord Athos? Nee! Lass mich derjenige sein, der diese Frage beantwortet. Ich glaube, das ist Nigel. Du hast den falschen gesprochen. Der Schwarzherzige! Ach so, Nigel! Ninian hat sich als nutzlos erwiesen. Ich komme, um Ersatz zu finden.
Nils! Verschwende nicht deinen Atem. Er wird so schnell nicht aufwachen. Nils wird das für mich tun, wozu Ninja nicht bereit war. Abschaum, was hast du Ninjan angetan? Nicht ich habe etwas getan. Du selbst warst es, Eliwood. Was? Eliwood, hast du dir denn niemals diese eine Frage gestellt, warum die Geschwister gebraucht wurden, um das Drachentor zu öffnen? Warum muss es ausgerechnet Ninjan und Nils sein? Die Antwort ist so einfach. Von Menschenhand kann das Drachentor nicht geöffnet werden. Warum auch sollten Menschen ein Tor öffnen können, das speziell für Drachen errichtet wurde? Was? Es ist schon erbärmlich, das Flehen der armen Ninjan, geschmeichelt von meinen honigsüßen Worten, schritt sie durch das Tor, obwohl sie wusste, dass sie nicht mehr nach Hause kommen würde. Verweigerte sie mir dennoch ihre Hilfe und wanderte verloren und alleine bis sie durch die Hand des einen den Tod fand, den sie liebte. Was sagst du da? Ahnst du es denn nicht? Oder hast du nur Angst vor der Wahrheit? Nun gut, dann lass es mir dir verraten, Eliwood. Der Eisdrache hier, die Bestie, die du selbst erschlagen hast. Das ist Ninjan, das Mädchen, das dich verehrt hat. Sie nahm ihre wahre Gestalt an und verlor so all ihre menschlichen Erinnerungen. Allein dein Bildnis blieb in ihrem Herzen und so kam sie hierher. Sieh die Kreatur, die du erschlugst. Das ist Ninjan. Mach nur, und sie selbst. Sie nutzt das letzte bisschen Kraft in ihr, um ein letztes Mal menschliche Gestalt anzunehmen. Ich glaube, es bleibt nur noch genug Zeit, um ein Lebewohl zu sagen. Natürlich weißt du, dass du sie nicht mehr retten kannst. Nagel, du verdorbener Dämon! Nicht ich war es. Du, Eliwood. Du hast sie getötet. Du! Ich... Beruhige dich. Reiß dich zusammen, Eliwood. Ich... Eliwood. Ninjan. Ninjan. Eliwood. Ninjan. Bitte stirb nicht. Das habe ich nur getan. Ich bin froh. Wie? Ihr seid unversehrt. Mein Lord, ich bin so froh. Ninjan, du darfst nicht. Antworte mir. Ninjan! Das reicht. Im Schatten der Drachen werdet ihr zittern. Das Ende der Welt erwarten. Das werde ich nicht erlauben. Stattdessen werde ich sehen, wie du in den Flammen vergehst. Der hat ein Feenfeuer. Heilige Scheiße. Oh!
Ich sollte in Rente gehen. Alter, du bist ein Arsch! Es tut mir leid! Leute! Ja, habt gelernt zu lesen, lest! Ich kann gar nicht! Ich glaube, der muss jetzt gerade etwas das Ganze überreißen, weil er gerade wirklich etwas angepisst ist wegen der Sache mit dir. Ha, 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 ha. Ich hasse dich! So. Entschuldigt bitte. Ein kurzer Ausfall. Totalausfall! Bring den Kink hier, bring den mich! Ha, 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 ha. So ein kleines bisschen Blitzcrank in ihm. Och nein, jetzt kommt die Flitzbiene noch. Eigentlich will ich heulen, aber ich muss lachen, das geht doch nicht. Nicht einmal die legendäre Waffen können die noch aufhalten, verdammte Angst! Nils, du bist erwacht. Wie fühlst du dich? Ninian. Entschuldigung. Ninian. Ninian? Wo ist meine... Nils, es tut mir leid. Das kann ich leider jetzt langsam nicht mehr schreiben, weil sonst wäre ich echt noch heiser. Und außerdem wird das die Dezibelanzeige hier sprengen. Fuck, Nurgle! Ich dreh ihn den Hals um, ohne Witz!